Hallo und herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute geht es um den letztjährig überarbeiteten Opel Grandland und der steht auch noch hier in der neuen Top-Variante als sogenannter GSE, Grand Sport Electric. Also Electric, denkt jetzt jeder vielleicht, oh, ist es ein Elektroauto? Nein, ist es leider nicht. Es ist ein Plug-in-Hybrid. 300 PS Systemleistung haben wir hier aus einem Verbrennungsmotor und zwei Elektromotoren. Wir haben auch eine Antriebsbatterie und die sorgt für eine Reichweite laut WLTP von über 65 Kilometern. Wir wollen natürlich heute einfach mal herausfinden, zum einen, wie fährt sich denn das Spitzenmodell der Opel Grandland Baureihe? Was hat sich denn so getan zum Facelift der Baureihe? Und natürlich wollen wir auch herausfinden, wie fährt sich denn der Plug-in-Hybrid so im Alltag und auf der Langstrecke. Wir gehen auf Verbrauchsrunde heute, wie immer 50% Überland, 40% Autobahn, Vmax fahren wir hier 140 und 10% ist unser Stadtverkehranteil. Dann wollen wir natürlich herausfinden, was sind die Verbräuche mit vollem und leerem Akku. Und wir werden natürlich alle Infos während dieser Fahrt sammeln rund um den Opel Grandland. Zum Beispiel die Platzverhältnisse, wie er sich fährt, Fahrwerk, Antrieb, Lenkung. All das findet ihr heute heraus. Natürlich gibt es am Ende noch ein Fazit von mir, meine persönliche Meinung sowie die Kosten und natürlich auch die Verbrauchsangaben. Wenn euch das Ganze jetzt interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr dran bleibt, dem Kanal hier ein Abo schenkt, falls nicht schon getan, und das Video gerne auch liked. Vor allem aber unten in der Kommentarbox kommentiert, damit wir am Ende des Videos auch über den Opel Grandland GSE diskutieren können. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß hier bei Ubi Tested mit dem schweren, dicken, großen, sportlichen GSE im Opel Grandland Kleid. Viel Spaß! Der Opel Grandland ist das Aushängeschild im SUV-Bereich für Opel und der Grandland hat eine Modellpflege erst vor gut einem Jahr bekommen und da wurde eben ihm auch das neue Markengesicht implementiert in die Front mit dem Opel Visor, die schwarze Verblendung, die hier zwischen den Scheinwerfern ist, in dem Fall sogar hier Intellilux Matrix LED Licht, ein hervorragendes Licht, das muss man auch gleich sagen, was jeden Cent hier wert ist. Im GSE Modell sind diese tollen Scheinwerfer sogar serienmäßig. In den anderen Modellen müsst ihr sie gegen Aufpreis kaufen oder in verschiedenen Paketen sind sie dann untergebracht. Die würde ich euch wärmstens ans Herz legen. Kommen wir aber nochmal zum Design. Der GSE selber hebt sich nur sehr dezent von den normalen Modellen ab. Hier und da gibt es eine andere Akzentuierung oder aber ein schwarz gesetztes Highlight. Ein schwarz gesetztes Highlight gibt es hier nicht nur beim Dach, sondern hier beim GSE auch gegen Aufpreis von 300 Euro eben auch mit einer schwarzen Motorhaube, was dann so noch ein bisschen eben die Designlinie nach unten hin absenkt. Den Opel Visor, das ist eben dieses neue Markengesicht, das ist die schwarze Blende, die die Scheinwerfer miteinander verbindet. In der Mitte wird das Opel-Logo getragen und es gibt dann auch eine Sicke, die sich über die Motorhaube nach unten hin in diesen Visor hineinzieht und das Markenlogo dann mittig aufnimmt. Der Opel Grandland ist 4,48 Meter lang, hat eine Außenbreite mit den großen ausgeklappten Außenspiegeln von 2,10 Meter und eine Bauraumhöhe von 1,61 Meter. Wir haben hier in unserem Fall beim GSE ein Allradfahrzeug, also ein Allradantrieb, der umgesetzt wird durch zwei Elektromaschinen, einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse. Aber zum Antrieb werden wir gleich noch einmal kommen.
praktisch. Die elektrische Heckklappe öffnet weit, gibt dann auch einen durchschnittlichen Kofferraumpreis. 390 Liter sind es in unserem Fall hier beim Hybridmodellen. Und maximal können wir das Ganze erweitern, wenn wir die Rücksitzlehnen umklappen. Leider ergibt sich dann eben keine ebene Ladefläche, was ich sehr schade finde. Die Maximalstauraumkapazität liegt bei 1528 Litern und damit liegt der Grandland eigentlich eher im normalen Durchschnitt. Auf der Rücksitzbank geht es angenehm großzügig zu. Ich sitze ganz gut. Die Stoffe gefallen mir sehr gut. Hier haben wir so einen Alcantara-Lederbezug aufgezogen mit GSE-spezifischen Signien, die es hier gibt. Das alles macht einen guten Eindruck. Wir haben hier Lüftungsaustritte. Isofix gibt es an den Außenpositionen und am Beifahrersitz, was ich sehr positiv finde. Somit gibt es die Möglichkeit, hier im Opel Grandland drei Kindersitze mit Isofix-Verankerungen unterzubringen. Also auch da gibt es einen ganz deutlichen Daumen nach oben. Vorne sitzt es sich unheimlich bequem auf AGR, Aktion gesunder Rücken, zertifizierten Sitzen. Die sind allerdings manuell in unserem Fall hier einstellbar. Bieten eine Schenkelauflage, die ausziehbar ist, und der vordere Teil der Sitze ist elektrisch einstellbar in der Höhe. Zudem sind sie auch wirklich langstreckentauglich. Mir taugen sie richtig gut. Beheizbar sind sie zusätzlich auch. Eine Massagefunktion und eine Sitzbelüftung gibt es aber jetzt hier im GSE-Modell nicht. Eine Sitzlüftung jedoch kann man bei der Lederpolsterung dann noch dazu bekommen. Der Fahrer blickt hier auf ein klar gegliedertes, gut aufgeräumtes Cockpit. Wir haben ein voll digitales Kombi-Instrument, was mit vorgegebenen Anzeigenmöglichkeiten uns verschiedene Themen vorgibt oder aber auch individuell eine Ansicht sich anpassen lässt, so wie man es denn möchte. In meinem Fall beispielsweise haben wir den Bordcomputer und die Energieflussanzeige hier zusätzlich untergebracht. Das alles hat schon eine Wertigkeit, ist schön aufgelöst und wirkt auch sehr gut. Nicht so fein aufgelöst ist dafür dann der Mediabildschirm. Und da gibt es für mich den größten Kritikpunkt, denn das ist eine riesige Displayfläche offensichtlich. Allerdings wird nur sehr wenig Bauraum davon genutzt, denn in der Mitte ist dann dieses kleine Infodisplay, während außen die Informationen für die Klimaanlage, Außentemperatur, Uhrzeit genutzt werden. Das müsste man eigentlich komplett nutzen können als Media-Informationsfläche. Das finde ich sehr, sehr schade, dass das hier nicht gibt. Zudem haben wir eine Zwei-Zonen-Klimaautomatik und eine Induktivladeschale unter der Armauflage mit einem kleinen Zugband. Da wird dann auch das Handy auch sicher auf der Ladefläche, also in der Induktionsfläche gehalten. In der Mittelkonsole sehen wir noch den alten Shifter hier für das 8-Gang-Wandlerautomatikgetriebe, das hier verbaut ist. Die Materialien an und für sich sind ganz gut. Allerdings muss man sagen, bei der Verarbeitung gibt es hier und da immer noch so kleine Stellen. Zum Beispiel habe ich jetzt hier knackende Vorderscheiben beim Hochfahren. Und was auch ein bisschen schade ist, dass zum Beispiel eben die Türverkleidung, da wo man eben der Türzugziehgriff ist in der Fahrertür, der knarzt leider, das Kunststoff. Das finde ich alles nicht so hübsch. Also da muss ich sagen, Opel, das geht durchaus etwas besser. Ich hoffe, dass ihr da dann vielleicht bei Gelegenheit noch mal ein bisschen nachbessert. Unter der Motorhaube, wie schon erwähnt, haben wir im GSE-Modell, also im Spitzenmodell, jetzt einen Plug-in-Hybriden. Das ist natürlich für viele da im Moment auch schon etwas suspekt, denn Plug-in-Hybride sind so ein bisschen aus Mode gekommen, nachdem die Förderungen hier in Deutschland jetzt auch ausgelaufen sind im Jahre 2023. Nichtsdestotrotz schauen wir uns natürlich diesen Antrieb an, denn er soll ja nicht nur Power bieten, sondern auch effizient sein. Also aus diesem Hintergrund heraus betrachten wir jetzt einfach mal, was es denn hier so gibt. Im Übrigen, für diejenigen, die sagen, sie möchten das GSE-Modell nicht, gibt es auch einen normalen Plug-in-Hybriden oder aber tatsächlich die Möglichkeit, dann noch normale Benzinmotoren zu nehmen mit dem 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner oder aber einem 1,5 Liter Turbodiesel, den ich sogar richtig gut finde.
Der macht hier eine sehr, sehr schöne Figur und verbraucht auch angenehm wenig Kraftstoff. Kommen wir aber zurück jetzt zum GSE. Unter der Motorhaube arbeitet hier ein 1,6 Liter Vierzylinder Turbobenziner, der gekoppelt ist an zwei Elektromaschinen. Einen an der Vorderachse und einen an der Hinterachse, wodurch eben dann tatsächlich der Allradantrieb gewährleistet wird. Die beiden vorderen Maschinen, der Verbrenner und der Elektromotor, treiben die Vorderachse an im Normalfall. Und zusätzlich gibt es dann noch an der Hinterachse einen Elektromotor, der eben jene antreibt. Und wenn man dann wirklich die Leistung abruft, das ist die Systemleistung von 300 PS oder 520 Newtonmeter, dann geht es nicht nur in 6,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100, sondern die Möglichkeit besteht auch dank der 14,2 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie hier rund 60 Kilometer rein elektrisch zu fahren, wenn wir nicht uns im Winter bewegen. Im Winter dürfte die Reichweite dann so eher bei 35 bis 40 Kilometer liegen. Geladen wird übrigens über ein dreiphasige Anschluss, die Möglichkeit maximal 7,6 kW, wenn man diesen 7,6 kW Onboard-Charger gegen Aufpreis nimmt, kann man umsetzen an einer 22 kW Wallbox oder 22 kW Ladesäule. Dann kann dreiphasig mit maximal 7,6 kW eben der Akku wieder gefüllt werden in so ungefähr 2,5 Stunden. Kommen wir nochmal zum Antrieb zurück. Der Benzinmotor arbeitet angenehm harmonisch, bleibt sehr dezent im Hintergrund zurück. Erst wenn man ihn wirklich fordert, dann wird er akustisch präsent. Man hört ihn auch schön knurrig, dreht auch willig aus. Die Leistung ist immer genügend vorhanden, auch auf der Autobahn. Einziger Punkt, ab und an ist das Ansprechverhalten eben etwas träge. Da braucht es dann manchmal so ein bisschen Moment der Verzögerung, bis es dann umgesetzt wird alles und sich auch sozusagen der Antrieb richtig abgestimmt hat, wie er denn jetzt arbeitet. Ich bin auch viel tatsächlich jetzt unterwegs gewesen auf der Autobahn. Da erfreut der Grandland mit einer sehr guten akustischen Koppelung des Antriebs und der Windgeräusche. Die Lenkung ist angenehm direkt, bietet auch gute Rückmeldung von der Straße durchaus, wenn auch so ein bisschen zu indirekt ausgelegt. Aber das passt hier in meinen Augen insgesamt zum Charakter des Grandland ganz gut. Nicht so gut passt in meinen Augen leider die Fahrwerksabstimmung. Da bin ich von Opel ja eigentlich sehr verwöhnt, wenn man da an die Modelle zum Beispiel Astra oder Insignia denkt. Ja, das sind richtig tolle Allrounder-Fahrwerke. Hier gibt es keine adaptive Fahrwerksauslegung, sondern eine Grundabstimmung, die sehr straff geworden ist. Und dazu dann auch neigt, dass eben das Auto eher so ein bisschen zum Hoppeln neigt. Gerne kurze Unebenheiten werden auch direkt da durchgereicht. Und wenn es dann eben so kurz aufeinander ein bisschen wellig wird, dann schaukelt das Auto auch schon so ein bisschen. Das gefällt mir insgesamt nicht so gut. Auch im Alltag ist das Fahrwerk einfach hier ein Tick zu sportlich, zu straff geworden. Also da hätte ich mir eine schönere, komfortablere, ausgewogenere Fahrwerksabstimmung hier von Opel auf alle Fälle gewünscht. Dennoch muss man sagen, der Grandland GSE liegt gut auf der Straße, lässt sich dynamisch auch, wenn man das möchte, bewegen und hat so natürlich auch seine Daseinsberechtigung als sportliches Aushängeschild dieser Karosserievariante. Muss man einfach mal so sagen. Jetzt würde ich aber sagen, ich fahre zum Fazit und wir klären, was er verbraucht hat und was er kostet und noch meine persönliche Meinung. Also bis gleich. Dann kommen wir gleich eigentlich zum eingangsgrößten Problem, nämlich dem Preis. 57.600 Euro ist der Einstiegspreis für den GSE. Und so wie er hier steht, liegt er sogar bei über 61.000 Euro. Und da muss ich einfach sagen, das ist definitiv wirklich viel zu viel Geld. Wenn ich mich für einen Grandland entscheiden müsste, dann wäre es tatsächlich der 1,5 Liter Diesel. Der passt hier richtig gut, verbraucht angenehm wenig. Und vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist der noch akzeptabel. Der liegt bei gut ausgestattet ungefähr bei 42.000 Euro. Was ist aber beim Verbrauch? Ja,
Da punktet der GSE durchaus auf Langstrecke mit viel Autobahn und leerem Akku, was ich jetzt absolvieren konnte. Da lag er dann bei 7,1 Litern. Das ist ein richtig guter Wert. Auf unserer Verbrauchsrunde sieht es so aus, dass er eben die erste Runde mit vollem Akku gefahren ist. Da haben wir im Wesentlichen geprüft, wie weit kommt er denn unter den normalen Realbedingungen. Und da haben wir tatsächlich 61 Kilometer geschafft, also den WLTP-Zyklus ziemlich genau getroffen. Und am Ende haben wir dann nochmal nachgeschaut, was hat er denn verbraucht jetzt hier ohne den Akku, also wenn wir mit leer gefahren sind, die Verbrauchsrunde, da kamen wir auf einen Verbrauch von 6,5 Litern. Mit geladenem Akku waren es 3,1 Liter. Plus eben die Stromladung. Das ist insgesamt ein akzeptabler Wert und einfach zeigt auch so ein bisschen, wie dieser PSA-Antriebsstrang oder Stellantis-Antriebsstrang mittlerweile hier auch funktioniert. Das Laden ist mir ein bisschen zu langsam. 11 kW laden wäre schön, wenn man das noch hinkriegen würde. Aber auch sonst macht der Grandland eigentlich eine ganz ordentliche Figur. Mir gefällt er auch optisch ganz gut. Als GSE ist es vielleicht einfach überall immer noch ein bisschen too much. Jetzt bin ich aber sehr gespannt auf eure Meinung. Schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox. Wie findet ihr den Opel Grandland oder wie findet ihr den Grandland vor allem auch als GSE-Topmodell? Schreibt mir gerne mal eure Meinung jetzt unten in die Kommentare. Vergesst den Kanal hier nicht zu abonnieren, das Ganze zu liken. Und dann bedanke ich mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.